Ein Haus wächst in den Wald und umgekehrt. Das ist die Idee von Star-Architekt Kengo Kuma für das Meditationshaus in den Bayerischen Bergen. Rundrum Bäume. Der Wald an sich ist so wunderschön. Wir wollten, dass sich der Wald im Haus fortsetzt. Und wir haben versucht, die Atmosphäre des Waldes in diesem künstlichen Gebäude herzustellen. 1500 Weißtannentafeln, jede montiert nach Kumas Bauplan. In verschiedenen Richtungen und Lagen, außen wie innen. Nur heimisches Holz verwendet Kengo Kuma, um nach japanischer Tradition Harmonie zu erzeugen. Präzision und ein sorgsamer Umgang mit jedem einzelnen Teil ist wichtig, damit wir dann am Ende die Schönheit von naturbelassenem Holz spüren können. Später unsichtbar die Keller und die Stahlträger der Dachkonstruktion. Was sich Kengo Kuma fürs Hotel Kranzbach ausgedacht hat, haben 40 Handwerksbetriebe aus der Region in 5 Monaten umgesetzt. Über die Kosten schweigt der Hotelbesitzer. Er erzählt, wie Kengo Kuma tatsächlich kam, nach seinem Brief extra auf Japanisch. Er hat in den Himmel geschaut, auf die Bäume geschaut, in den Boden geschaut. Er hat mir dann erklärt, er hört auf die Stimme des Bodens. Der Boden spricht zu ihm. Und so wurde dieser Platz gewählt. Als stünde schon immer das Meditationshaus da. Ein Grüner Landschaftsgärtner hat mit 60 Lkw-Ladungen, Bäumen, Ästen und sogar Pilzen die Baustelle zurückverwandelt in eine Idylle. Wenn man die Örtlichkeiten gesehen hat und wo wir dann gekommen sind, um diesen Rückbau anzufangen, war natürlich schon gigantisch. Und diese Arbeiten, diese ganze Architektur, das ist natürlich schon was Besonderes. Seine außergewöhnlichen Holzkonstruktionen entwirft Kengo Kuma sonst für Stadien und Museen der Weltmetropolen. Nun das kleine Meditationshaus mitten im Wald. Zur Einweihung ist er trotzdem da. Entscheidend ist nicht die Größe eines Gebäudes. Das Wichtigste für uns ist die Philosophie, die in einem Gebäude steckt. Dieses hier ist klein, aber perfekt, um unser Konzept zu verdeutlichen. Und die ersten Gäste staunen, vor allem über dieses Spiel aus Licht und Schatten. In der Dunkelheit weitet sich der Raum, der Boden wächst über die Hangkante. Ein Wunderwerk, erlebbar allerdings nur für Hotelgäste, die hierher zum Meditieren kommen.